Zweimal erkrankte Marc Naumann an einem Hirntumor. Das erste Mal im Alter von 28 Jahren, das zweite Mal mit 30. Das Segeln gab ihm nach den Chemotherapien das Vertrauen in sich und seinen Körper zurück. Also bei mir ging dieses Körpervertrauen verloren, weil ich nicht mehr das leisten konnte, was ich vorher leisten konnte. Also viel früher schlapp war, keine Kondition mehr hatte, keine Kraft mehr hatte. Und beim Segeln ist das Spannende, dass man sehr viel Dinge bewegen kann mit Technik, mit indem man die Physik vielleicht ein bisschen einsetzt. Und dann kann ich ein Segel hochziehen, was 60 Kilo wiegt, was ich so nicht schaffen würde. 2014 gründete Naumann die Segelrebellen, eine Organisation für Krebspatienten zwischen 18 und 40 Jahren. Ihr Motto: Fuck Cancer, go sailing. Mit rund 200 Krebskranken war der 38-Jährige schon auf 35 Segelturns. Eine von ihnen, Pia. Bei ihr wurde mit 29 Jahren Hautkrebs diagnostiziert. Schon zwei Tage nach ihrer Reha war sie das erste Mal mit den Segelrebellen unterwegs. Erstens mag ich das Wasser und ich wollte immer schon mal einen Segelturn machen. Ich habe das Konzept gefunden und ich fand das irgendwie cool. Ich habe gesagt, so eine will ich auch sein. Ich will auch mitsegeln. Ich will, auch wenn ich krank war, ich will endlich wieder was Schönes erleben. Das war so für mich das total Wichtige. Raus aus diesem, es dreht sich alles um die nächste Therapie, um die nächste Untersuchung. Nach 14 Monaten Schonhaltung war auf dem Segelschiff voller Körpereinsatz gefragt. Taue knoten, Fender einholen und das Ruder übernehmen. Bei Wind und Wetter. Ich bin auf dieses Licht zugefahren, ich bin auf diesen Hafen zugefahren. Ich habe in diesem super windigen Situation mit den Wellen, habe ich das Schiff unter Kontrolle gehabt. Und ich habe gedacht, wenn ich dieses Schiff unter Kontrolle haben kann, dann kann ich auch mein Leben wieder unter Kontrolle kriegen. Segeln als Quelle für neuen Lebensmut und neues Selbstbewusstsein. Doch nicht nur das, an Bord wird auch viel geredet. Und das finde ich das Schöne, der Krebs steht nicht im Vordergrund, aber ich muss ihn auch nicht verschweigen. Ich kann mit den anderen darüber reden. Und das ist genau so, wie ich den Krebs, die Krebserkrankung für mein Leben empfinde. Es ist ein Teil von meinem Leben, der gehört für mich mit dazu, dass ich krebskrank war. Aber es ist nicht das Einzige, was mich ausmacht. Und genau so habe ich hier an Bord auch die Gespräche empfunden. Kann Segeln Therapie sein? Ja, sagt Michael von Bergwelt. Der Direktor der Onkologie an der Ludwig-Maximilian-Universitätsklinik in München ist Schirmherr der Segelrebellen. Und es geht darum, dass man als Team diese Reise hinter sich bringt und jedem nach seinem Leistungsvermögen, jeder sich nach seinem Leistungsvermögen einbringen kann. Und das Gute ist, dass man sich gegenseitig ergänzt. Und das gibt Selbstvertrauen, das gibt Vertrauen in deinen Körper. Man schiebt die Leistungsgrenzen so ein bisschen vor sich her. Heute nimmt die Magic Coast auf den Flensburger Hafen. Hier soll sie überwintern. Doch ihre Crew hat ihr Ziel schon unterwegs erreicht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.